It's on Adam Animations Presents. Nun, dieses Mal spreche ich vor dem Video, weil ich eine kleine Bitte habe. Eine gute Freundin von mir wies mich darauf hin, dass es merkwürdig klingt, wie die Stimme von meiner Großmutter sich gewandelt hat, so piepsig. Also habe ich die erste Folge noch einmal kurz überarbeitet und es auf Werkseinstellung zurückgesetzt, also die Stimme meiner Großmutter wieder auf ungefähr übliche Tonhöhe gesetzt. Nun lade ich die erste Folge also nochmal hoch und frage euch, wie soll es in Zukunft sein? Die alte Stimme oder die neue Stimme? Ich danke euch schon mal im Voraus für das Feedback, das kommen wird. Und was ich noch ankündigen werde, ist, dass ich diese Seite hier erweitern werde. Es wird noch etwas geben, was ich hier hochlade. Das verrate ich zum Schluss des Videos noch einmal. Wie wohl das Grollen beim Donner entsteht? Ah, irgendwo Luftkram, Haut heilt zusammen. Ich schwitze irgendwie. So? Und ich dachte, er käme von der plötzlichen Ausdehnung der Luft durch die Erhitzung durch den Blitz. Bei dem ganzen Regen werden nur die Blumen teurer. Was? Was? Naja, jetzt wollen alle was auf den Friedhof pflanzen. Darum werden die teurer. Und ich schwitze schon wieder. Schon klar, ja. Mit meiner Generation wird der Kult um den Friedhof wahrscheinlich ohnehin enden, so wie er jetzt ist. Außer der Tod unserer Eltern trifft uns genug, sodass sich doch nochmal jemand dorthin bemüht. Ja, das ist traurig. Ist nicht so viel Zucker, das macht nur hibbelig. Oh, Schwitze. Ich habe heute erst den dreifachen Tagesbedarf von Zucker gedeckt. Meine enorme Hirnleistung muss nun mal durch genügend Glukosezufuhr bedient werden. Ey, du Mann. Ach Junge, ich schwitze schon wieder. Das kommt sicher vom Kochen, vorhin am Ofen und so. Dann müsste ich auch schwitzen. Ich hab Tee mit heißem Wasser aufgegossen. Deine paar Sekunden am offenen Backofen beim Pizza rausholen dürften da nicht mehr angerichtet haben. Der Ofen hat 220 Grad. Das steht da dran und Wasser kocht schon bei 80. Nein, Wasser kocht bei 100, aber grünen Tee gießt man tatsächlich erst ab, wenn das Wasser sich so auf 80 Grad runterkühlt. Allerdings übertragen die Wassertröpfchen in der Luft die Temperatur wesentlich besser als pure Luft. Der Körper spürt nicht die Temperatur an sich, sondern lediglich die thermische Leitfähigkeit eines Materials, mit dem wir in Berührung kommen, was meistens die Luft ist, weshalb Metall auch bei gleicher Temperatur kühler wirkt als ein Buch aus Zellstoff. Das habe ich doch sowieso gleich wieder vergessen. Das ist mir bewusst. Puh, ich schwitze, willst du mal anfassen? Ich glaub dir das auch so, danke. Wohl... Tja, gucke mal, da oben und so. Warum die Fliegen wohl alle in den Insektenvernichter gehen? Weil die durch den Winter angezogen werden. Ach so? Ich dachte, es läge an dem imitierten Sonnenlicht der UV-Röhren hinter dem Gitter auf Spannung. Oh je, dieser Regen, scheiß Wetter. Das mögen die Pflanzen hier drin auch nicht. Schau, meine Rosen lassen schon die Köpfe hängen. Das hat doch nichts mit dem Wetter zu tun, sondern mit dem Wasser und dem Nährstoffvorrat der Pflanze im Zustand des Abgeschnittenwerdens. Nein, anders kann ich mir das nicht erklären. Das Schwitzen mag auch am Wetter liegen. So viel, was bei dir am Wetter hängt, kannst du dir aber recht wenig erklären. Naja, also man könnte es schon so glauben, dass durch den Regen die Luft feuchter ist und weniger Feuchtigkeit vom Körper auf die Luft übertragen werden kann, somit man also durch Schwitzen weniger regulieren kann und man könnte es vielleicht so sehen, ja. Warum der Himmel wohl blau ist? Weil das Meer auch blau ist und das blaue Wasser ist ja verdammt.
Ah ja, ich dachte immer, wir sähen außerhalb des direkten Blickes in die Sonne nur von der Atmosphäre zerstreutes Licht. Und das ist von oben am kürzesten und von den Seiten her eben zu langwelligerem Rot zerstreut. Die Sonne hat keine Wellen, die strahlt. Oh, wenn ich nur daran denke, schwitze ich schon wieder. Komisch, ich spüre gerade mein IQ sinken. Ach ja, wenigstens ist es nun nicht mehr so heiß. Es ist nur so heiß im Sommer, weil sich die Erde schneller dreht. Naja, also im Winter tut sie sich auch drehen, und zwar ganz schön schnell, und ich habe gerade tut gesagt, wie widerlich. Aber im Sommer eben schneller, das ist reibt. Was reibt denn da? Die Tage wären aber dann ziemlich kurz im Sommer, oder? Nach deiner These zumindest. Eigentlich sind sie das doch eher im Winter. Dann reibt sie im Winter mehr. Der Strom dabei ist dann wohl wie im Kühlschrank. Nein, die Erdneigung sorgt für die Jahreszeiten. Oma, lass es gut sein. Ich glaube, ich gehe erstmal zur Toilette. Aber du brauchst kein Licht beim Abkacken. Oma, du sparst. Wieder an der falschen Ecke. Und, welche Stimme soll ich nun nehmen? Nun und wie ich versprochen habe, verrate ich euch zum Schluss noch einmal eine Sache. Ich kenne mich mit Blizzards Bestseller Diablo im Moment ziemlich gut aus. Storytechnisch, spielmathematisch, wie es weitergehen wird. Nun und wieder zig Millionen Leute spielen es doch, oder nicht? Also halte ich gerne die deutsche Spielerschaft auf dem Laufenden. Wer es erfahren möchte, ab demnächst beginnt hier folgende Serie.